Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Den Spruch haben wir schon gehört. Part 11 ist jetzt am Start von Metro 2033. Der letzte Part war die Hölle. Und jetzt werden wir wieder in diese Hölle zurückkehren. Gebt mir Kraft, dieses zu überstehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und mir viel, viel Glück und Durchhaltevermögen. Und los geht's. So. Hier nehmen wir unsere Gasmaske mal. So. Hoffentlich kriege ich das jetzt besser hin. Machen wir es gleich mit Lampe. Wir machen es gleich mit Lampe, oder? Ach so. Ein was habe ich in eurem Kommentar gelesen. Und zwar irgendwie kann ich das Nachtsichtgerät aufladen. Ich habe ja mal so ein Item bekommen. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie ich das benutze. Und das wird zum Problem werden, wenn ich das nicht weiß. Und es steht auch hier nicht in der Steuerung irgendwo drin. Oder seht ihr das? Also ich sehe es nicht. Nachtsicht-Tee, das ist das einzige. Zeit. Was ist denn Zeit? Was ist denn Zeit? Ach so. Wahrscheinlich guckt er dann auf die Uhr, der gute Charakter. Jo, hier ist ja auch nichts. Gut, dann müssen wir das jetzt mal testen, wie wir das machen. Nachtsichtgerät, wo ist es denn? Haben wir das jetzt noch nicht aufgesammelt? Muss ich jetzt nochmal da runter? Ich scheine es jedenfalls nicht zu haben, deswegen. Holen wir es uns halt eben schnell. So, hier müssen wir lang. Aber hier liegt keins. Oh, was liegt denn hier? Achso, jetzt haben wir ja die Gasmaske, jetzt können wir ja gefahrlos laufen, ne? Fällt mir gerade so ein. Guck mal, da ist so ein Bajonett oben dran. Was? Hör auf! Ich möchte mir mal gerne das Ding anschauen. Ist doch ein anderes, was ich hatte, oder? Ne, ist dieselbe. Wenn das so eine Klinge vorne dran ist, ist da. Aber scheint wohl dasselbe zu sein. Wir müssen gleich hoch, der jammert schon. Okay, dann, weiß nicht warum, aber scheinbar ist die Nachtsicht, ist das Nachtsichtgerät nicht mehr da. Oder ich hab's noch. Kann natürlich auch sein, muss ich meine Lampe kurz ausmachen. Aber, irgendwie benutzt das nicht. Hier. Achso, meine alte Gasmaske. Sieht man da. Oh! Scheiße! Das wollte ich gar nicht. Habe ich Munition verschwendet. So, so, mal gucken. Hoffentlich kriegen wir das jetzt gut über die Biene. Über die Bühne, nicht über die Biene. Oh Gott, das Ziel klappt da wieder wunderprächtig, ey. Der ist tot. Hä? Die Klappe, Mann? Wie geht der her? Ach, wenn man da wirklich richtig mal sehen würde, was Sache ist. Dass das komische Gewehr hier, also dieser umgebaute Pistolen, diese umgebaute Pistole, verzieht ganz schön. Um es vorsichtig zu sagen. Aber auch nichts. Oh, doch, da oben, oder? Oh, da oben ist einer. Guck nochmal. Ha! Hit! Wichser! Hopp, guck nochmal, oder hab ich den jetzt. Oh! Hä, lol? Bam! Lol!
Lol. Was habt ihr das gesehen? Der kriegt einen Hit in den Bauch. Ich lauf weiter. Komm, das müssen wir jetzt schaffen. In dem Part. Darf ich nicht nochmal so einen Fehlpart abliefern? Ich muss mich ja im Grund und Boden schämen. Oh! Lol, ey, wie ich den gar nicht treffe, ich bin gleich aus. Na, jetzt geht's gleich wieder tot. Ziel doch mal richtig, Mann! Was wackelt denn der da so scheiße rum, als wäre er kurz vorm Verrecken? Mann! Ja, ja, komm. Das ist doch affig sowas. Ja, komm, nimm's auf. Zeit. So. Versuchen wir es nochmal. Dam, dam, dam. Versuchen wir es nochmal. Komm. Ich weiß, dass du da bist. Komm. Freak. Ist er tot? Sieht so aus. Dahinter ist noch einer, oder? Nee, ist bloß Rauch. Schall und Rauch. So, da oben war einer, hab ich gesehen. Hopp, hab ich den getroffen? Nee, oder? Eigentlich bin ich genau drauf, aber ich glaube. Lol. Voll in den Kopf, aber ist egal. Rennt doch weiter, ist doch kein Problem. So, da hat der Helm ist abgefallen. Ob ich das jemals schaffen werde hier. Na komm schon. Komm raus, Freak. Ha! Oh. Recht hasse ich dafür. Ja, dann komm doch. Ach, warum sehe ich das so schlecht? Also ich sehe da niemanden. Aber wahrscheinlich sehen die mich. Aus irgendeinem Grund. Diese blöden Penner hier, dass die hier so rumliegen müssen, geht mir auch um Kranz. Guck mal, da ist doch einer, oder? Ne, was ist denn das? Nö. Ich sehe schon wieder Vater Morganas. Richtig miese Frames gerade. Ist nicht schön. Soll ich doch wieder auf anderen DirectX Modus laufen lassen. Mit Fraps zusammen, das läuft nicht toll. Oh, habe ich den jetzt getötet? Wahnsinn. Wahnsinn. Laden wir direkt mal nach. Zeig dich mal. Ich weiß, dass da hinten noch einer ist. Vorher kann ich da nicht lang. So. Granate! Ja, alles klar. Hab ich die Granate da hinten noch erwischt, ey. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Thank you.
halt nicht so toll, es tut mir leid. Ist er tot? Könnte tot sein, oder? Oder? Bist du tot? Ah, da ist noch einer. Nehmen wir ein Medipack lieber. So, der ist auch tot. Der ist auch tot. So, jetzt rennen wir hier mal hoch. Und hoffen, dass wir von hier oben eine gute Sicht haben. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich das auch von hier oben gemacht, als ich so weit war, bevor ich dann runtergesprungen bin. Tja, das war aber wirklich nicht cool, also vom Spiel, muss ich mal sagen. Ne? Yes! Rennt doch nicht so rumdauernd. Kann man da nicht durchschießen, lol. Dieses Rumgerenne von denen geht mir ja... Scheiße, wir verlieren Männer! Ja, so ist das. Ich möchte nicht wissen, wie viel Leben ihr mir schon gekostet habt. Scheiße! Ah! Medipack, 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 Medipack. Ich glaube, ich spiele nächsten Part DirectX 9 Modus. Auch wenn das Spiel dann nicht mehr so toll aussieht. Aber ich möchte das Spiel gerne ein bisschen flüssiger spielen. Alle Schnauze, bringst du einen Scheiß, bringst du um. Okay, den haben wir auch. Könnte der letzte gewesen sein? Naja, fast. Nehmen wir noch ein Medipack hier und dann machen wir die letzten zwei platt. Ach, wenn ich mehr was sehen würde, ja. Also ich weiß immer noch nicht, wie ich das Ding aufladen soll. Ich hab nämlich... Ich weiß nicht, wie ich das Aufladeding benutzen soll. Wo ist der letzte? Wo bist du, Mann? Ja, aber ich will dich auch sehen. Was ist denn das für ein unfairer Scheiß? Jetzt hat er wieder meine Gasmaske getroffen, Mann. Ich flipp gleich aus. Ich sehe gar nichts mehr. Taschenlampe ist doch ein Witz. Ja, ja. Komm jetzt zu dir. Komm jetzt zu dir, Melanz. Versuchen wir es einfach, ne? Haben wir nichts zu verlieren. Fast. Echte Lachnummer, ey, die Gegner. Oh Mann, das macht überhaupt keinen Spaß so. Ja, ja, hör auf, da automatisch zu laufen, sonst flippe ich aus. Komm, nimm die Gasmaske. Keine Zeit. Quatsch. Hopp, komm raus. Ich weiß, dass du da rumstehst. Lol, jetzt ist da keiner mehr auf einmal.
Oh, habt ihr das gesehen? Diese Scheißgranate. Ach, das ist, ich mag so Gammelscheiße nicht. Stirb, du Penner. Bist du tot? Bezweifle das zwar. Aber... ich habe mich ganz vergessen. Angehen. Da spielt mich wieder verarschen, ey. Ja, aber hast du das gesehen? Erstens habe ich den nicht getroffen, obwohl ich genau drauf war. Und zweitens zielt er woanders hin und trifft trotzdem mich. Was ist das denn für ein Quatsch, ey? Ja, ja. Bisschen so. Muschi. Wenn ich da wirklich das, wenn ich da wenigstens das besser sehen würde, kann ich nicht die Lampe ausmachen, ja? Nö. Ich treffe den gar nicht, ey. Echt ein Witz. Echt ein Witz. 16 Minuten rum, wieder nichts geschafft. Kotzen. Seht ihr das? Das ist doch ein Witz, oder? Ich sehe die kaum, aber die sehen mich immer hundertprozentig und treffen mich, ey. Alter, die Klappe. Moment mal, wir haben doch hier noch. Fällt mir gerade ein. Was ist das, ihr Penner? Was ist das? In der Gruppe! Wie hat das überhaupt was gebracht? Und? Nimm das! Lol. Oh Mann, diese Frames! Ja, wo bist du denn? Jetzt hat er noch die Lampe ausgemacht. Dieser scheiß Rauchkacke kotzt mich ja auch sowas von an. Viel zu übertrieben. Was ist das hier überhaupt für eine Scheiße? Ich hab eine scheiß Lampe aus da. Das geht mir auf den Sack, dein dummer Scheiß, du blöder Penner. So. Haben wir sonst irgendwie eine Lampe, dass die mich gut sehen können? Könnte es besser gehen, vielleicht. Mal schauen. Wir probieren das mal. Na, hier bin ich. Komm schon. Ich schieß einfach in den Rauch, weil ich gar nichts sehe. Wahrscheinlich nicht getroffen, oder? Hallo? Ja, wo bist du denn? Wo bist du? Wenn ich da wenigstens was sehen würde, das ist das Nervigste am ganzen Spiel. Dieses Nichts-Sehen, aber gesehen werden. Das ist so belastend. Lol.
bist du, Mann? Ach, das ist das, oder was? Was das? Bitte lass es sein, Midi-Pack, Midi-Pack. Was das? Bitte lass es das gewesen sein. Oh. Bitte, bitte. Das sieht gut aus, oder? Oh, bitte, bitte, bitte lass es das gewesen sein, bitte. Hier nochmal noch die Munition. Lass mich mal hier runter. Vorsichtig. Nicht. Was? Boah. Piss dich, Mann! Jetzt das Medipack haben wir jetzt nur noch. Oh, Loch aufpassen. Bitte sag, dass es der letzte ist. Bitte, 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 bitte. Lass mich nicht mehr sterben jetzt. So. Ich hoffe, das ist der letzte. Wir haben immerhin schon wieder 20 Minuten verdrödelt. Granate. Alles mitnehmen, nichts vergessen. Okay. Mal kurz nachladen. Oh. Bitte lass das der letzte, den letzten gewesen sein. Jetzt weiß ich zwar immer noch nicht, wo ich dann weiterkomme. Aber okay, Granaten nochmal voll. Komm, gib mir mal hier euer Zeug her. Braucht ihr ja eh nicht mehr. Ja, was für eine Aktion war das denn eben? Ja. Erst im letzten Part so lange damit dafür gebraucht. Ay, für mich war das, also für mich ist das echt schwer. Also Wahrscheinlich, wenn sich einer von euch da draußen denkt, um Gottes Willen, ey, ist der dumm, ey, das gibt's gar nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt noch nie ein schweres Spiel gespielt hätte. Aber das ist ja durch zusätzliche Faktoren nochmal schwerer. Sprich durch, nicht durch Geländer durchschießen können oder gesehen werden, aber selbst nichts sehen und solche Sachen. Macht's mir das Spiel gerade nicht sehr einfach hier. Diesem Bereich. So, hier drin gucken wir noch mal rein. Genau, da war nämlich Zeug das letzte Mal gelegen. Habe ich noch in Erinnerung. So, und jetzt habe ich nämlich ein großes Fragezeichen im Kopf. Was da wäre, wie komme ich jetzt weiter? Geht's da weiter? Geht's da weiter? Ich gehe noch mal auf die andere Seite. Ich hoffe, denke, dass es da weitergeht. Mal sehen. Hier geht's ja nicht weiter, ne? Da ist nix. Ah, hier kann ich nochmal. Habe ich das letzte Mal vergessen oder? Wie war eigentlich so, als hätte ich das mitgenommen? Achso, das Medipack. Haben wir Medipacks voll? Das gibt's ja gar nicht. Wahnsinn. Sehr großzügig vom Spiel, wenn ich das mal so sagen darf. Jo. Zum nächsten Bereich werde ich euch auf jeden Fall noch begleiten, bevor wir den Part beenden. Weil ich möchte schon gerne wissen, wie es hier weitergeht. Oh, das könnte tatsächlich. Nein! Oh nein! Das ist echt pingelig. Echt pingelig. Was soll ich davon halten? Was zum Geier soll ich davon halten? Jetzt muss ich wieder von ganz. Nein! Es hat gespeichert! Es hat gespeichert! Schaut, schaut, schaut! Ich hab's gemacht! Ich bin so glücklich. Aber nicht ganz gespeichert offensichtlich, oder? Ich schau mir nochmal ganz kurz, ob ich da hinten im Zug das Zeug habe. Wo sind wir denn jetzt hier? Genau, hier müssen wir hoch. Und dann schaue ich ganz kurz nur, ob im Zug das Zeug, was ich da aufgenommen habe. Ah ja, hier liegt es noch. Alles klar, dann muss ich das nochmal aufsammeln. Machen wir schnell. Hier noch was? Mach mal das Licht aus hier. Ne, mach mal an, wir sehen da nichts.
So, hier, hier, hier. Die haben auch alles. Der hat noch was für uns. Und der hier. Nachladen wir mal. So. Dann laden wir mal die andere noch nach. So, hier ist auch nichts mehr. Warte mal, unten. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier unten waren die Zeug gelegen. Ich bin jetzt vom Fall, ich habe mir jetzt gerade Schaden zugefügt, falls ihr das gesehen habt. In den Zug müssen wir noch ganz kurz rein. Und dann werden wir hundertprozentig natürlich noch schauen, wo es weitergeht. Jetzt holen wir den großzügigen Speicherpunkt. Ich danke dir sehr dafür, Metro 2033, für diesen genialen Speicherpunkt. Müssen wir natürlich, sehen wir jetzt noch, wie es weitergeht. Ich will das wissen. Die Aufgabe ist nämlich, überqueren Sie die Frontlinie ins Territorium der Faschisten. Und ja, bevor wir das nicht wissen, wo es da ist, da wo was hingeht, höre ich den Part, lasse ich den Part nicht enden. Weil wir haben jetzt ewig lange hier vertrödelt und ich will wissen, wie es hier weitergeht. Und das noch in diesem Part, nicht erst im nächsten. So, nee, Waffe brauchen wir nicht switchen, danke. Vielleicht geht's auch da lang. Oder? Nein, glaube nicht. Vielleicht hier rüber springen? Oh, oh, nicht runterfallen, bitte. Bitte nicht nochmal runterfallen. Kann man hier durchkriechen oder was? Lol, Tatsache. Geil. Bringt das überhaupt was? Sieht nicht danach aus. Okay, dann wieder zurück. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Könnte man da theoretisch lang? Oh, nein, ja, ich fall runter. Hm. Natürlich fallen wir runter. Damit ihr Nachtsichtgerät und ihre Kopflampe aufgeladen bleiben, müssen sie F drücken, F gedrückt halten, um das Universalladegerät herauszuholen. Drücken Sie dann linke Maustaste zum Aufladen. Stecken Sie das Gerät anschließend mit F wieder weg. Herzlichen Dank, der Tipp war sehr wichtig. Ich glaube, wir haben es fertig, oder? Oder? Ich drück mal noch immer wieder. Aber könnte fertig sein. Ich muss mal wieder wegstecken. Und dann. Oh, schaut mal! LOL, schaut mal, die Taschenlampe ist jetzt viel heller. Oh, was bin ich denn für ein Kacknoob? LOL. Oh. Na, jetzt wissen wir's. Jetzt wissen wir's. Schaut mal die Taschenlampe, wie weit die jetzt geht. Ich flipp aus. Um Himmels Willen. Du Kackbob Verity. Okay. Das haben wir auch. Okay, wunderbar. Dann jetzt nochmal hier hoch. Mal hier dein Zeug her. Danke, 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 danke. Du auch. Und du auch. Brauchst du es eh nicht mehr. So, hier, Gewehr, Gewehr, Gewehr. Hier noch irgendwas. Genau, nehme ich alles mit. Oh, schau mal, wie hell die Taschenlampe jetzt ist. Oh, ich habe mich so gewundert, dass das so dunkel ist die ganze Zeit. Na, wenn ich natürlich keine Taschenlampe habe, die richtig aufgeladen ist, dann brauche ich mich nicht wundern, Mann. Oh Gott. Jetzt wissen wir das auf jeden Fall. F, merkt euch das. Ich muss es mir merken. F gedrückt halten, dann holt er das Ding raus, dann pumpt man die Scheiße auf oder nimmt erstmal hier Nachtsichtgerät, was wir denn nicht benutzen können. Hm, okay, lass mal die Lampe an. Schau mal, wie hell das ist. Oh, ich bin so froh. So, jetzt sind wir wieder hier drin. Nehmen wir das Gelumpe hier noch mit. Na, nimm's mit. Okay, hat er. Wunderbar. Jetzt ist bloß die Frage, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ist das tatsächlich der Weg hier hoch? Bin mir nicht sicher. Aber den Sprung werde ich erstmal noch nicht wagen, bevor ich nicht weiß. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Oder? Ich glaube nicht, dass das hier richtig ist. Bloß ich möchte jetzt echt langsam mal wissen, wo der richtige Weg ist. Penner, du.
Penner, 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 Penner. So. Müssen wir wieder zurück? Glaube ich nicht, oder? Schauen wir ganz kurz. Auch wenn ich diese Möglichkeit für schlichtweg dich möglich halte. Oh! Wow! Oh! Oh doch, du wirst sterben. Gib mal hier die Munition her. Oh, ich nehme mal hier ein Medipack lieber. Achso, brauche ich keins, sagt er. Aber ich hätte jetzt fast schon wieder nichts mehr gegen eine Gasmaske. Ah ja, okay. Zurück kommen wir nicht mehr. War mir ja eh klar, aber wir wollten zumindest mal gucken. So. So, den hier haben wir ausführlich durchsucht, alles klar. Hier ist auch nichts mehr von Interesse. So, dann gehen wir jetzt weiter. Auch wenn ich noch nicht weiß, wo. Ah, ich bin ja so froh, dass wir jetzt einen anderen Speicherpunkt haben. Ich kann es euch gar nicht sagen. Hat der Speicher gerade wieder gespeichert? Habt ihr das gesehen? Geil. Wir laden mal kurz unsere Das ist schon geil, wenn man das erstmal weiß. Oh Gott, wie kann man sich nur so dumm anstellen. Das ist also das unglaublich, unglaublich. Ich verstehe mich nicht. Die Frage ist jetzt nur, aber ich glaube, ich habe da schon eine Idee, wie wir weiterkommen. Und zwar gehen wir hier hoch, dann hier lang, dann hier in die Mitte und von hier. Ich schau nur mal kurz, geht es dann bestimmt in diese Richtung weiter, kann ich mir vorstellen. Gib mir hier dein Zeug her, danke. Also, ich hoffe jetzt einfach, dass es hier weitergeht. Sonst bin ich aufgeschmissen. Aber sieht nicht gut aus, scheiße. Okay, habe ich langsam keine Idee mehr. Und mit langsam heißt, ich habe jetzt keine Idee mehr. Schau mal, nee, warte mal, ich hab ne Idee, wo es weitergeht. Ich war knapp dran, aber wir müssen nur auf die andere Seite wechseln und dann geht's hier weiter. Und dann werden da wahrscheinlich schon wieder Gegner auf uns warten. Wo denn? Oh nein, oh nein. Lass mich nicht sterben. Schießt der auf mich oder was da oben? Schaut mal da. Gehören die zu mir? Oh, doch nicht, oder? Hör auf damit! Schließt euch und... Habt ihr gar nichts getan, Mann? Erwartet euch dort! Nimm Medipack bitte. Oh, cool, wie das ist wieder am Leiden. Befreit worden. Ihr kümmert sich bereits um Oh fucking shit, Mann! Ah! Oh, jetzt habe ich wieder so eine kaputte Gasmaske. Oh Mann. Oh. Du hast die auf mich ballern, Mann.
Und schon sehe ich wieder nichts. Ey, das ist doch zum Kotzen. Ich hasse das. Und viele das hin? Alter Vater! Oh nein, ich will nicht sterben. Und schaut denn der? Null. Ach, das Affe. Ja, ja, du triffst durch alles durch, du kleiner Homo-Mann. Ach, Lokum! Die scheiß Granate. Wow. Rauf damit. Ah, rauf damit. Ah, Mann. Scheiße, Mann. Fucking Scheit. Ey, das machen wir jetzt noch. Es ist mir egal, wie lange der Part geht, aber das machen wir jetzt noch. Dass wir jetzt endlich mal im verdammten nächsten Abschnitt ankommen. Egal wie dumm ich mich jetzt anstelle, ist mir scheißegal, dann machen wir es nochmal, dann machen wir es nochmal, dann machen wir es nochmal. So, hier hat es gespeichert, sehr angenehm. Hier, also hier können Sie mich eigentlich nicht treffen. Schaut mal, das sind fette, massive Steine. Mach mal halblang. Ja, gib's mir, Baby. Wenn man hier die Tatze jetzt schon wegmachen kann, dass man besser drauf einstellen kann, dass ich die Ekel nicht auf volle Deckung darstellen. Das scheiß Geschütz da oben, das gibt mir ja so auf den Piss, ne? Und diese Gleisen hier. Oh! Piss dich, Mann, du Wichser! Ja, ist na klar. Sag mir mal, wie die mich hier treffen wollen. Ich bin geduckt hinter dem Scheißhaus, Mann. Ja, ja, schon klar. Press mal wieder die ganzen Medipacks zusammen. Tja. Sag mal, wie der mich treffen will, ey. Sag's mir. Unmöglich, unmöglich. Das geht gar nicht, was der macht. Ich kann nichts nicht mal sehen und er trifft mich. Gasmaske wieder. Ja, ja. Da ist noch einer dran. Ich sehe es ja nicht mal. Ich schieße bloß blind in den. Ne, doch nicht. Lol. Kaum habe ich aufs Ziel, schießt der wieder. Tschüss. Und trifft mich wie am Schnürchen. Wie am Schnürchen. Soldaten der Rüstung!
Ja, so hast du dir das vorgestellt, das Länder. Keine Ahnung. Wirkt euch mit euren Familien wieder. Jetzt ist Medipack. Oh, nur ein Schuss drin. Weißt du was hier? Na und jetzt, ha, Penner? Bist du tot? 41 Minuten Part, wunderbar, kein Problem für mich. Wahrscheinlich ein Problem für euch. Langer Part. Okay, keine Munition mehr. Hier haben wir auch nicht mehr so viel. Halt die Schnauze. Wie sagt, dass er tot ist. Wir haben hier einen echten Idioten. Oh, guck nochmal, guck nochmal. Soldaten der Roten Armee. Eure Munition und eure Rationen sind knapp. Das ist ein Witz, du hast gesehen. Eure Anführer haben euch verlassen. Die unterdrückende Kommunistenregierung hat euch eure Rechte beraubt und benutzt euch jetzt, um ihr Regime zu beschützen. Bitte sag, dass die jetzt ganz viel Munition haben. Und euer Tod ist vergebens. Nur der Sieg wird euch mit euren Familien wieder. Wo ist denn da noch einer? Du bist erledigt, Mistgab! Ja, ja. Das kannst du mir ja gerne sagen, aber bitte in Angesicht. Angesicht zu Angesicht, aber nicht so. Sehe ich wieder nichts. Habt ihr das gleiche Ausgangssituation wie im letzten Part mit dem Scheiß. Oh, hier ist noch Munition. Hier ist aber nichts mehr. Doch, hier nochmal. Sauber. Nein. Naja, 9 Schuss. Hätten sie sich auch sparen können. Habe ich sonst noch was? Schrotflinte, glaube ich, ne? Oh ja. Die wird jetzt, glaube ich, mal Zeit zu zeigen, was sie kann. Oh, 13 Schuss gleich nachgeladen. Alter Vater. Bin ich aber gespannt, was die kann jetzt. Alter, gehen wir jetzt rein. Mit der frischen Taschenlampe. Vorhin haben wir noch kurz einen Zug. Sozusagen die letzte Zigarette vor dem Tod. Oh, geil, nochmal. Wie viel Schuss passt denn da rein, sag mal. Da oben? Da könnte der da oben sein. Hier wirklich alles durchsucht? Nö, anscheinend nicht. Okay, jetzt aber. Wahrscheinlich habe ich trotzdem was vergessen, aber so ist es halt dann. Soldaten der Roten Armee! Eure Munition und eure Rationen sind knapp. Hey. Eure Anführer haben euch verlassen. Du Geschützwichser. Die unterdrückende Kommunistenregierung hat euch eure Rechte beraubt. Und benutzt euch jetzt, um ihr Regime. Eure Anstrengungen. Oh, wir gehen noch hoch, glaube ich. Euer Tod ist vergeben. Oh ja, das werdet ihr wohl. Achso, hier könnte man jetzt einfach weiter, ne? Und die da unten liegen lassen. Aber ich will die da unten besiegen. Ich glaube, ich gehe da nochmal runter. Wo war denn das jetzt? Hä, wo war denn das jetzt? Hier ging's runter, ne? Nee. Lol. Nicht runterspringen, Mann. Wow! Penner! Na komm, steh auf! Ja, scheiße, genau. Lol, ist der blöd? So. Oh, hier, gib mir das Zeug, Mann. Ah. Weiß gar nicht, ob da ja überhaupt hier weiter sollen oder oben. Wahrscheinlich oben.
aber ich will denen eher Zeug haben. Und immerhin wollte ich meinen Tod haben. Also will ich auch deren Tod haben. Ganz einfach. Wieso dir? Wie du mir, so ich dir. Ganz einfache Regel. Geil mit der frischen Dungeon-Lampe, oder? Schon cool. Ich glaube, okay, hier war's das. Ende. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und dann hoffe ich, dass da bald mal der Ladebildschirm im Anmarsch ist. Ich gehe stark davon aus, wenn ihr nochmal die Waffen nachladen auf dem Weg zurück. Nee, hier geht's nicht. Hier geht's zurück. Die haben wir nachgeladen. Die müssen wir noch nachladen. So, dann werden wir nochmal auf die Schrotflinte switchen, weil wir wissen ja nicht, was jetzt kommt. Hallo? Scheiße, hier geht's auch schon wieder runter, Mann. Ich glaube, wir haben hier mal einen Speicherpunkt erreicht. Oh, das ist ein LOL. Gar nicht so japsen, Penner. Achso, wir müssen den Part beenden. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Was ist denn da? Lol, was geht denn ab? Den seine scheiß Lampe. Wow! Ja, wir müssen hier mal den Part beenden, ganz schnell. Wir werden dann vielleicht den Gegner unten nochmal töten müssen, weil ich mache immer hier auch Schluss. Wir haben 47 Minuten Part. Ach du Scheiße. Tut mir furchtbar leid, dass der Part so lang geworden ist, aber wir haben jetzt einen neuen Speicherpunkt. Halleluja. Und es geht jetzt doch weiter hier. Ah, anstrengend gewesen, die Stelle hier. Ich werde den nächste Part mit DirectX 9 Modus laufen lassen, weil inklusive Aufnahme läuft das bei mir leider nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber ja, bald ist eh neue Grafikkarte am Start. Und dann wird das Problem beseitigt sein. Insofern, ich hoffe, der Part war trotzdem einigermaßen unterhaltsam und man hört sich dann im nächsten Part wieder. Nochmal kurz zum besseren Verständnis. Wir haben es jetzt 2:30. Bis ich gerendert habe, ist es 2:00. Und dann geht der Part online. Und ich gehe ins Bett. Insofern, bleibt mir wohlgesonnen und man hört sich dann im nächsten Part wieder. Bis dann, bye bye und Schluck auf. Tschüss.